4. Und da vielleicht, er hatte es versucht, vielleicht nicht konsequent das Ganze genug. Er musste bis zum Ende deutlich vorne dran sein. Ja, und wenn man einfach dann so auf der Bremse dort drankommt, dann wird es schwierig. Schade. Olivier Philipparts, Q-Channer am Ende 9. Damit haben wir das erste Drittel damit passé. Wir haben 3 damit strafpunktfrei geblieben. Schauen jetzt auf Julien Payard, der gerade den Anfangsprüfungen hier beim Global Jumping in Berlin den Stempel aufgedrückt. Mit der 11-jährigen Quality Lando S, doch damit Quiletta. Vier. Er macht das Ganze, aber er hat richtig angesetzt. Er hat diese 4, aber ganz, ganz früh nimmt er diesen ersten Ochser mit richtig Schwung, dann ganz einfach diesen Fluss weitergenommen. Und dann merkt man auf einmal, ja, dann geht das am Ende auch mit den 4. Gut, zuvor gab es leider schon die Fehler hier in der dreifachen Kombination. Und damit erzielt er dann am Ende die 8 Punkte. Julien Payard. Aber diese letzte Linie, das war schon gerade für diejenigen, die eine enorm große Übersetzung haben, bevor die sich da am Ende ein abbrechen, dann vielleicht doch die Überlegung, frühzeitig diese 4 anzusetzen und